Dieses Video ist rein die deutsche Version von Fact Freeze, Why Jar Jar Binks' Father Tried to Kill Himself. George R. Binks war der Vater von unserem trotteligen Lieblingsgangen Jar Jar. Jedoch war er im Gegensatz zu seinem Sohn stets konzentriert und nahm alles sehr ernst. Er war ein professioneller Walfänger und Eigentümer des erfolgreichen Familienunternehmens Binks & Son Whaling Company. Er war schon immer ein Vollblutfischer, denn schon als Kind war George der Anführer einer kleinen Fischergruppe. Also was könnte nun so einen erfolgreichen und standhaften Mann dazu bringen, Selbstmord zu begehen? Yup, richtig geraten. Wegen seinem Sohn Jar Jar. Eines Tages brachen George und seine Familie auf, um eine Walexpedition zu starten. Als er dann einen Naboo-Wal aufspürte und seine Harpune in dessen Auge versenkte, rief er nach seinem 9 Jahre alten Sohn Jar Jar, denn dieser sollte kurz mal das Steuerrad gerade halten. Es war jedoch ein Fehler, Jar Jar eine so wichtige Aufgabe zu überlassen, denn genau als George sich umdrehte, begann Jar Jar irgendwelche Faxen zu machen. Folgend crashte der Wal ins Schiff und verheddete sich im Takelwerk des Segelboots. Abgeschnitten vom Steuerrad versuchte George seinen Sohn Anweisungen zu geben, um den Wal vom Boot zu schütteln. Aber Jar Jar der Tollpatsch schaffte es irgendwie, sich selbst im Steuerrad zu verknoten. So kam es, wie es kommen musste. Das Schiff sank. Jedoch überlebte die Familie Binks und strandeten auf einer abgelegenen und unbesiedelten Insel. Ein Monat verging und keine Rettung in Sicht. Mit der Zeit wurde George immer gereizter aufgrund von Jar Jars Ungeschicktheit. So sehr, dass er seinen eigenen Sohn fast zu Tode erwürgt hätte, wenn seine Frau nicht rechtzeitig dazwischen gegangen wäre. George wurde langsam aber doch verrückt. Aber Jar Jar holte ihn zurück in die Realität, als er vorschlug, einfach zur Zivilisation zurückzuschwimmen. Natürlich ist es eine schwachsinnige Idee, da die Überlebenschance bei den ganzen gefährlichen Tieren in der Wasserwelt von Naboo gleich null ist. Papa Binks ermutigte seinen Sohn jedoch, seinen Plan durchzuführen, in der Hoffnung, dass er einfach auf dem Weg ertrinken oder gefressen werden würde. Noch bevor er seinen Sohn ins Wasser werfen konnte, rettete seine Frau Jar Jar das Leben erneut. Mit dem Gedanken, nicht mehr weitermachen zu können, holte George seinen Blaster heraus und hielt ihn sich an die Schläfe, bereit, sein Leben zu geben, um dieser Qual zu entkommen. Seine Frau schnellte zu ihm und versuchte, es ihm auszureden. Sie machte allerdings einen Fehler, als sie ihren gemeinsamen Sohn erwähnte, was George dazu brachte, abzudrücken. Glücklicherweise starb er nicht, es war nur ein Streifschuss, welcher nur seine Kopfhaut verletzte, jedoch fiel er in Ohnmacht. Während er bewusstlos war, träumte er von der Frau, welche er wirklich liebte. Eine Gangenkriegerin, welche er nicht heiratete, da er mit ihr nicht in der Lage wäre, Kinder zu bekommen. Ach, muss er diese Entscheidung bereut haben. Als er wieder zu sich kam, war das erste, was er sah, Jar Jar, welcher von einem kleinen Oktopus attackiert wurde. Dann erinnert er sich an die ganzen Ereignisse und an die Situation, in der er sich gerade befindet, zurück, sodass er weinend zusammensackte. Das ist das Ende der Geschichte von George R. Binks. Es ist nicht bekannt, wie Jar Jar und seine Eltern von der Insel wieder runtergekommen sind. Wir wissen auch nicht, ob seine Eltern überhaupt lebend wieder zurückgekommen sind, da sie in Geschichten, welche danach spielen, nur erwähnt werden, aber nie lebendig zu sehen sind. Wir können uns nur sicher sein, dass Jar Jar wahrscheinlich von einem Fischerboot oder so etwas aufgegabelt und zurück zu den anderen Gangens gebracht wurde. Wenn ihr wissen wollt, was mit Jar Jar nach den Klonkriegen geschah, dann habe ich hier noch ein Video für euch. Das war's auch schon mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich mega über eine Bewertung freuen. Wenn euch mein Content allgemein gefällt, dann könnt ihr den Channel auch gerne abonnieren. Vielen Dank fürs Zusehen und möge die Macht mit euch sein.